do the flop. Neue Objekte stehen zum Kauf bereit. Die die Falle ausgelöst und ich bin reingerannt. Oh, jetzt hat sie ausgelöst. Mahlzeit und ein herzliches Hallo, willkommen beim bösen Simulator. Dr. Evil ist wieder am Start mit mir. Smo begrüße ich euch bei Evil Genius. Ich habe ein wenig rumgebastelt schon, oder zumindest habe ich uns ein paar Leute dazu besorgt. Die Kaserne ist um einiges ausgebaut. Wir sind jetzt bei 26 möglichen Angestellten. Reicht immer noch nicht. Wir haben uns so von 8.000 habe ich mich jetzt wenigstens auf 15.000 hochgearbeitet. Vertreten sind wir inzwischen im Mittleren Westen mit 5 Arbeitern. Dann sind wir in Nordafrika mit 5, hier oben in Sibirien mit 5 und Tia, den komischen Knecht an, wie heißt der, was war das noch gleich? Das war ein Handlanger oder sowas. Den haben wir einfach mal nach hier oben geschickt, keine Ahnung, was er da soll. Ich brauche ihn in der Base nicht, eigentlich kann der auch auf Stehlen, oder? Er bringt gar nichts hier, ne? Na, da bringt es eh nicht viel Kohlen, er kann also, lassen wir ihn mal verschwören, ich denke, wir können eh nicht viel ausrichten mit ihm. Worker Guard Wallet. Ja, das könnten wir machen. Wir bräuchten da aber 6 Arbeiter und noch einen Guard. Wir haben noch keine Guards. Da wir leider noch keine verhört, schrägstrich gefangen genommen und oder hier gefunden haben. Ich guck gerade mal, da kommt irgendjemand gerade rein. Ich möchte dich gerne gefangen nehmen. Ich glaube, das ist ein Guard. Der rennt hier einfach durch die Gegend, ey. Und keiner macht was. Der ist einfach durch die Tür gekommen. Na, wahrscheinlich, weil ich gerade da durchgelatscht bin, wa? Also generell ist es ja auch so, wie bei den Hausmädchen, denke ich, dass wir ihr denn gleich den Typen verhören können. Und dann lernt einer von meinen Knechten, diese Arbeiter einzustellen. Und oder wenn das ein Guard ist, natürlich cool. Wenn die sind, glaube ich, besser geeignet, für die Kohlen ranzuschäffen, oder? Waren das... Gerade nicht sicher. Ich glaube, die Besten, die die Kohlen ranscheffeln könnten, das waren die, na, wie heißen sie denn? Wissenschaftler? Bin ich sicher. Keine Ahnung. Aber ihn werden wir gleich verhören hier vorne. Mit den Verhörtaktiken hier. Wie beim letzten Mal mit tretenden Michael Jackson-Imitaten. Inzwischen habe ich so halbwegs auch rausgefunden. Oh, was ist da? Wer ist er? Au, boah. Und er? Boah, wie sie mich killen. Was sind denn das? Sind das Guards? Na gut, er ist mir egal. Und sie? Das, achso, das sind die Helden der Feindlichen. Eieiei. Au. Einen haben wir noch da. Da verstecken wir uns erstmal hier. Das sind, Gerechtigkeitspräsenz, ja. Achtung, das ist ein Agent der Gerechtigkeit. Solange er sich in einer Region befindet, leiden ihre Bediensteten erheblich unter Zermürbung und die Auswirkungen infamer Aktionen sind noch gefährlicher. Verstecken sie sich, ja. Habe ich getan. Da egal, da haben wir jetzt keinen mehr. Und hier hat er richtig zugeschlagen, ey. Du Schande. Ja, er ist da schon wieder weg, aber wir warten jetzt nochmal. Wenigstens, dass wir... Wir kriegen ja trotzdem immer noch neue Leute. Ich habe das auch auf 500 runtergestellt, damit wir nicht so dolle unter den fehlenden Kohlen leiden. Gut, dann werden wir jetzt erstmal... Ja, also, nee, musste ich so machen, ne? War das hier rechts? Ja. Verhör des Gefangenen in Auftrag gegeben. Warte auf Auswahl des Verhörgeräts. Vielleicht... Ach so, muss ich hier... So. Gucken, wenn wir Arbeiter und Guards ins Gebiet reinschicken, ob das vielleicht besser ist. Und wichtig ist zu wissen, ob, wenn wir jetzt hier irgendwie noch einen Guard bekommen, ob das zu den Gesamtbediensteten zählt. Also wir haben jetzt 17, wir haben ordentlich verloren, ey. Meine Fresse. Die werden wir gleich wieder hinschicken. Kein Problem, passiert. Ich finde dieses Symbol immer recht klein. Man muss echt schon gerade durch den Zufall in die Richtung geguckt haben, um zu sehen, dass da Action ist. Hätten wir die nämlich nicht versteckt... Oh. Ah, habe ich die nicht auf Verstecken gestellt? Ach, auf die habe ich ganz vergessen hier. Ah. Verdammt, da hier ist immer noch die Dame. Aber die können wir auch nicht angreifen. Jetzt ist sie wieder weg. Nee, wir warten, bis Verstärkung kommt. Jetzt, wir schicken da jetzt, bis wir wieder am Cap sind. 17 haben wir. Wir brauchen erstmal wieder eine ganze Ecke. So viel Kohlen haben wir nicht, dass wir dann sagen können, hier, wir machen da, was ich, 4000 pro Stück. Nee, nee, nee. 2000 ist auch zu viel. Nee, nee, wir bleiben bei 500.
Skits. So, wollen wir mal gucken, was er mit ihm anstellt. Die Verhörtechnik wird wohl die gleiche sein. Ja. Ja, das ist... Ach, die mit Spucke besser funktionieren. Oh, er hat aber bei ihm, nimmt er mal richtig hier Verhörmethoden mit nervigen Decken. Aber kein Michael Jackson. Auch bald schade. Aber das ist nicht. Ach, da ist er. Ich wollte schon sagen. Jetzt geht's los. Da hat er keine Chance. Der zerbricht. Man hört sogar richtige Wörter, sonst ist es ja immer nur so ein Rumgebrabbel wie bei den Sims. Aber es dauert schon länger bei ihm, kann das sein? Kann man da irgendwie einen Fortschritt sehen? Ja. Ein erbärmlicher Alibi-Ermittler. Aber er ist am Flennen wie Sau. Dann müssten wir uns, wenn das denn klappt, echt mal einen Trainingsraum bauen, damit wir mehr Leute ausrüsten oder mehr Leute ausbilden können. War's das? Er hat's überstanden, ja. Aber aufgestiegen ist er nicht. Ha. Schade eigentlich. Schwächen. Warum kann ich denn meine eigenen Leute schwächen? Sogar eliminieren kann ich sie. Tja, aber... Nee, dann weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Oh, da ist schon wieder einer. Ein Smash. Eindringling wurde mit Fangentag markiert. Steht auch, unser Held steht daneben und guckt, weißt du? Gibt's doch gar nicht. Muss ich jetzt vielleicht den gleichen nochmal schnappen, der sich den schnappt? Aber gut, oh Gott, was kommt denn da alles an? Ach du Scheiße. Kannst du bitte den liegen lassen? Nee, der rennt erst dahin jetzt. Da kommt... Oh, jetzt rennen sie wieder weg. Was sind denn das? Sind auf jeden Fall von der Justice League, oder was? Lass doch mal einer stehen kurz. Ich muss da mal gucken. Oh, hauen sie schon wieder ab? Also, die sind nicht reingekommen bei uns, oder? Also, ich denke nicht. Schade, davon hätte ich gerne mal ein paar verhört. Naja, wir versuchen es bei ihm jetzt nochmal. Ansonsten, was rennen eigentlich unsere Leute hier draußen durch die Gegend? Was seid ihr für welche? Sorgt für Unterstützung. Ein Agent. Meine Fresse, was die alles rumrennt. Und wer bist du? Ein Tourist. Na, das... Achso, oh. Wo kommen die denn her? Die sehen ja geil aus. Wir sollten die alle mal gefangen nehmen hier. Nicht die Touristen. Nein, die sie zum Beispiel hier. Die Agenten. Ich glaube, unseren Helden müssen wir gleich nochmal rausschicken. Hier, komm mal her. Mach da mal ein bisschen Stress. Diese beiden hier. Die kannst du mal umkloppen. Also, ne, nicht umkloppen, sondern, wisst was ich meine. So, und hier, ihn hier bitte einmal verhören. Verhör des Gefangenen erbeten. Wählen Sie ein Verhörgerät aus. Dann werden wir gleich mal ein zweites Verhörteil hier anklatschen. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Damit wir gleich zwei verhören können, so. Ich kann das eher nicht kontrollieren, ob das die gleichen machen. Das heißt, jedes Mal, wo ich hier klicke, macht es ein anderer mit dem Verhör. Aber zumindest ist das jetzt nochmal ein Guard, denke ich. Und jetzt werden wir ihn hier... Naja, nee, das war falsch. Entschuldigung. Fangentag angeordnet. Hier, komm her. Mach das mal. Nicht, dass das unsere kleinen Knechte machen, die nicht so viel Ahnung davon haben. Oder zumindest nicht so stark sind, denke ich, wie die Arbeiter. Wie er. Yubai heißt er. Oh, die schießen ja. Ach was. Ich glaube, es geht los. So, das war's. Und er schnappt sich den anderen jetzt. Passt ja auch gerade. Das andere Ding ist ja frei hier. Und der nächste Verhörraum wird gebaut. Muss ich hier selber mal drauf achten, dass hier keine fremden Leute reinrennen bei uns. Da ich noch keine Falle gebaut habe. Vielleicht sollten wir mal eine Falle bauen. Das wäre doch mal eine Maßnahme, oder? Oh, was habe ich jetzt gemacht? Nee, nee. Nein, lass ihn nicht da liegen. Ich habe ihn noch an der Maus gehabt.
Nimm ihn mit, war schon richtig. Bleib hier. Gut. Falle. Da hätte ich gerne nämlich... Oh, kann ich noch gar keine Fallen bauen? Achso, muss ich natürlich auch Trap klicken. Auf jeden Fall hier zwei... Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Treasure-Pads, damit die man dann auch das auslöst. Objekt und dahinter bauen wir so eine Gaskammer. Und das war's eigentlich. Die Windmaschine bringt hier nicht wirklich viel. Die könnte man hier so cool reinbauen. Falls von da jemand kommt, dann wird er hier... Das Objekt wurde in Auftrag angelasen. So. Und wenn der hier steht, wurde in Auftrag gegeben. Dann wird geboostet. Das ist cool. Hier kann man das leider nicht machen, weil hier keine Ecke rumführt. Achtung, Geldknappheit. Oh, was? Oh Gott, wie viel hat das gekostet? Ach du Scheiße. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Oh Gott, wir müssen unbedingt Leute losschicken. Mann in die Fresse, das war ja das Blödsinn hier. Wir schicken hier wieder ein paar Leute her. Und dann sollen die hier wieder stehlen. Und hier schicken wir noch zwei wieder her. Stehlen. Und hier... Stehlen. Ah, Hauptsache, die Helden kommen nicht so schnell wieder ran jetzt. Du Schande, ey. Das ist ja Blödsinn jetzt. Na gut, geht eigentlich relativ schnell wieder ein Plus, hoffe ich zumindest. Jetzt rennen alle Leute erstmal weg. Ah, die haben eh irgendwann nur... dumm durch die Gegend geschaut. Wie sieht es hier aus? Hat wieder nichts gebracht hier, wa? Nee. Naja, dann können sie ja... Verhör des Gefangenen in Auftrag gegeben. Warte auf Auswahl des Verhörgeräts. Und... Tja. Terroristen verhören wird wohl nicht so viel bringen, denke ich. Na, was leckt denn jetzt hier so? So, wenigstens die Fallen. Ja, so ein bisschen... Was für eine Falle ist das überhaupt? Nicht, dass die gleich tot werden. Giftgas, ne? Na gut, wenn die bis dahin kommen, dann ist es eh schon zu spät. Ich hoffe, wenn ich sie vorher sehe, dann werde ich sie natürlich so umnocken und fangen. Das sind nur Touristen. Haben eine Menge jetzt weggeholt hier. Tja, blöd ist, dass man die jetzt nicht schon ausbilden kann. Weil die hätte ich gerne hier. Die sehen professionell aus. Und die haben eine Pistole. So, ist unser Ding schon gestartet? Wo ist denn unser Heli? Achso, wird jetzt erst aufgefüllt hier. Ja, bis jetzt alles nur durch Arbeiter gemacht, die Geschichte hier. Aber jetzt kommt Unterstützung wieder. Los geht's. Jetzt werden sie da abgesetzt. Ah, was? Echt? Ach komm, Leute, echt jetzt? Warum denn gleich wieder umgenockt? Was soll denn der Blödsinn? Scheiße. Na, das ist ja... Das ist ja eher suboptimal. Wenigstens hier haben sie ein paar Kohlen verdient. Ja, muss ich jetzt erstmal mit leben. Achso, jetzt wurde die Rate auch geändert. Weil ich keine Kohlen habe. Was ist hier so los? Passiert auch noch nichts wirklich. Hier, die könnten wir auch noch gefangen nehmen, aber wahrscheinlich rennen die jetzt wieder raus hier, wa? Nee? Wo ist Yugai? Wir haben zwei Zellen frei. Achtung, Goldreserven sinken. Ja! Wo ist denn Yugai? Wo treibt denn sich der Typ wieder rum? Die rennen da einfach durch, der Guard auch hier. Yugai, wo bist du, verdammte Hacke? Die rennen hier einfach durch. Und Yugai verpisst sich. Seh ihn nicht. Da ist er doch. Komm ran hier. Hat's ausgelöst? Oh, ich hab vergessen, Dinger zu verbinden. Natürlich, sonst funktionieren die Fallen nicht. Aber egal, passt ganz gut. Dann können wir jetzt nämlich hier Yugai... Komm mal schnell hinterher hier. Wo sitzt er? Sehe sie nicht.
Eindringling wurde mit Fangentag markiert. Los geht's. Hau sie um. Juba, ich schaff das schon. Wie geht's deiner Gesundheit eigentlich? Gut. Oh, was ist das denn hier für ein Ding? Unser nächster Auftrag, oder was? Und wo sind... Achso, den Guard hätte ich auch gerne noch hier, bitte. Fangentag angeordnet. Achso, wir haben gar keine, Zelle mehr. Hä? Ja, ich kann mir auch keine Zelle leisten. Tö. Weil meine Leute hier immer gemurkst werden gerade. Was soll denn der Blödsinn? Verdammte Hacke. Wir brauchen andere Leute, aber irgendwie funktioniert das System noch nicht, wie ich mir das denke, von wegen, die Leute überzeugen, für uns zu arbeiten. Oder zumindest die trainieren zu können. So, sie wird gleich verhört. Und dann können wir die nächsten gleich hier vorne reinpacken. Kann ich jetzt schon klicken? Nein. Jetzt. Verhör des Gefangenen erbeten. Wählen Sie ein Verhörgerät aus, um fortzufahren. Dann gleich zurück und jetzt können wir die den. Ist die Zelle gleich wieder leer? Tja, komm mal ran, Mädchen. Kann ich die hier schon verbinden? Und dich? Gut. Ja, das habe ich vergessen. Sonst wäre die Falle wahrscheinlich schon zugeschnappt und wir hätten schon eine Tote da drin. Du weißt, du kannst die doch gleich da reinbringen. Warum legst du die jetzt einfach auf den Boden, Jubai? Ach, jetzt macht das. Tja, Problem ist, dass wir keine Kohlen ranbekommen gerade. Weil unsere Leute hier weggemurkst werden. Man könnte natürlich jetzt hier Jubai da reinschicken, aber wahrscheinlich ist die Gefahr, dass er dann einfach stirbt. Tja, ob wir das riskieren? Gewiss ist nicht. Da hätte ich gern Guards oder sonst irgendwie Leute da, ne? Ja, zumindest 2200 bekommen wir, ne? Das ist ja schon mal was. Wir können ja in die Länder erstmal mehr schicken. Naja, wir warten. Wir müssen eh warten, bis wir ja so überhaupt... Wir brauchen jetzt alle... Jede Minute bekommen wir jetzt nur Leute. Was war das denn? Was ist denn das gerade, was da runtergeht bei ihm? Was ist das hier? Aufmerksamkeit. Weil das ein Mädchen ist, oder was? Nein! Weil seine Aufmerksamkeit so gering ist, lässt er die gehen. Nein! Ich glaube, es geht los. So nicht hier. Dann hätte es mal jemand machen sollen, der ein bisschen fähiger ist. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir keinen Pausenraum. Das könnte man natürlich inzwischen auch machen, hätten wir Geld. Können wir leider nicht, weil kein Geld. Wie viel haben wir jetzt inzwischen wieder? 26 sind wir wieder voll. Wir schicken, glaube ich, einfach mal ein paar Leute in andere Länder, wo wir da am meisten verdienen. Ich bin mir nicht ganz sicher, Juba da reinzuschicken. Ich habe ein bisschen Schiss vor. Dann haben wir nämlich auch keinen mehr, der hier uns verteidigt. Dann haben wir hier nur noch halbwegs nutzlose Arbeiter, die eh nichts geschissen bekommen. Verhör des Gefangenen in Auftrag gegeben. Warte auf Auswahl des Verhörgeräts. Wir versuchen es einfach so weiter. Wir können ja erstmal noch ein paar hier reinschicken. Also da nicht, den können wir nicht abziehen, den Kollegen hier. Den schicken wir in ein anderes Land. Hier. Bringst ihn darüber. Haben wir da wieder 5. Und dann werden wir gucken. Tja, das ist eigentlich das beste Land, wo man am meisten verdient, ne? Ach, wisst ihr was? Kommt her. Hier, Jubai. Und 6 Leute. Wir riskieren es einfach mal, Jubai da hinzuschicken. Ich hoffe, er kann uns da verteidigen. Oder er stirbt halt. Aber ich denke, wir müssten die Informationen dann ja sehen. Und wenn er einen von seinen Leben verbraucht hat,
werden wir ihn da wieder wegziehen und das nicht nochmal machen. Dann haben wir es wenigstens probiert. Ja, und er hier ist komplett nutzlos, der Typ gerade. Aber ich kann leider auch keinen Raum bauen. Dafür reicht die Kohle nicht. Mal kurz gucken, was da was kosten mag. Hier hinten vielleicht. Oder hier. Freezer? Nein. Staff Room, da ist er. 150 pro Slot. Das wären schon 13.000 hier. Also wir brauchen das Doppelte, was wir jetzt haben. Und jetzt haben wir 8.000 schon. Und jetzt sind die alle wieder... Ach nee, komm denn. Eindringling wurde mit Eliminieren-Tag markiert. Macht ihr das jetzt wenigstens, Leute? Nein, lasst sie doch nicht darüber. Ah, jetzt sind unsere Leute echt komplett unfähig. Und da kommt noch einer rein. Tja, das ist super. Und Yuba ist nicht hier. Oh Mann. Yuba ist jetzt hier. Scheiße. Kann ich hier eben welche abziehen? Na. Macht mal eben kurz Pause hier. Charaktere, wie das ja gerade ge... Die sind alle jetzt wahrscheinlich komplett überfordert, kann das sein? Ja, er rennt hinterher. Nein! Scheiße! Super. Neue Räume stehen zum Bau zur Verfügung. Neue Objekte stehen zum Kauf bereit. Und die Falle ausgelöst und ich bin reingerannt. Oh, jetzt hat sie ausgelöst. Aber sie ist rausgekommen. Na, du kommst hier nicht raus. Dich kriegen wir noch. Hoffe ich. Ja. So, da hast du nur davon. Ah. So, jetzt können wir hier wieder anmachen. Jetzt kriegen wir nämlich kein Geld. Machen wir mal so mit. Ich habe so halbwegs verstanden, wie das jetzt funktioniert. Rot heißt also, das Ding ist nicht, soll nicht benutzt werden. Gelb heißt, das soll benutzt werden. Und keine Leute sind in Reserve, also nur an. Und grün heißt, dass so und so viele Leute immer mit im Raum stehen, die natürlich die ganze Zeit nichts machen. Aber wenn jemand von denen müde ist, dann werden die durch andere ersetzt. Das ist das Prinzip dahinter. Tja, und genau wie diese drei Leute hier vorne jetzt, kann ich denen irgendwie sagen, dass... Eindringling wurde mit Schwächentag markiert. Nein, nein. Scheiße. Egal, vielleicht schwächt ihn mal. Ja, wir brauchen 12.000 mindestens für den Staff Room, sonst kriegen wir die hier nicht mehr aktiv, die Leute. Wir sind jetzt bei 19, alle 60 Sekunden kriegen. Wir haben 16.000. Komm, wir bauen jetzt den Raum, sonst bringt das hier eh nichts. Staff Room, so. Hier schneide ich ein bisschen mehr den Raum wieder raus, weil ich nicht möchte, dass da diese komische Ekelwand dort durchscheint. Und dann kommt da die Tür rein. Ja. Der Raum befindet sich im Bau. Weg mit dem Geld. Der Bau des Raums geht weiter. Ja. Dann mach das erstmal. Wie sieht's hier aus? Er steht da jetzt einfach. Ach du Scheiße, alle 5 gekillt. Oh, Leute. Meine Fresse. Wisst ihr was? Wir ziehen diese drei auch weg hier und schicken die nach hier. Wir schicken alle in das eine Land. Vielleicht bringt das ja was, dass wir da mehr Leute haben. Und dann haben wir mehr Verteidigung vielleicht. Nicht sicher. Aber wir werden hier so langsam das Ding übernehmen dann, ja? Schauen wir mal. Ich hoffe, das funktioniert so halbwegs, wie ich mir das denke. Tja, dann müsste nun mal den Raum hier fertig bekommen. Damit sich meine Leute da wieder ein bisschen konzentrieren können und wieder vernünftig für uns arbeiten. Da ist schon wieder so ein Knecht hier. Eindringling wurde mit Fangentag markiert. Macht das noch einer? Oder ist das er? Oh ja, er geht doch auf ihn los hier. Ich habe voll die Karate-Worker hier. So, wunderbar. Der kann da erstmal gammeln, bis
Wir verhören jetzt nur noch, wenn wir hier den Staff Room gleich haben. Sonst bringt das nicht wirklich viel, denke ich. Da rennen eine Menge Leute rum. Den Trist interessieren jetzt nicht so, aber... Erstmal interessiert mich, dass der Raum fertig wird hier hinten. Da müssen wir wieder bestimmt Ewigkeiten hier wieder... Da rennt schon der Nächste mit seinem Koffer. Wer ist er hier? Agent. Ah, hier, komm. Fangentag angeordnet. Ach nein, lass doch nicht die Kohlen da liegen. Verdammt, wenn die nicht machen sollen. Jetzt geht der eine Knecht auf ihn los. Na gut, da kommt Verstärkung. Die sind recht stark, oder? Ich verstehe nicht, warum auf der Weltkarte ich immer so auf die Schnauze kriege. Tja. So, beide Zellen sind wieder jetzt voll. Wie sieht's hier aus? Da ist noch nichts passiert. Wir warten natürlich immer noch auf den Sprengstoff. Den holt er jetzt wahrscheinlich. Ja. Hauptsache, das reicht dann auch. Vielleicht könnten wir das mal wieder hochstellen hier. Nein, auf 500. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Kohlen nicht gleich wieder alle komplett rausschmeißen, die wir hier haben. Wie sieht denn das eigentlich aus hier? Sind das einfach nur so eine... Achso, so eine Klappen, die dann aufgehen, ja? Okay. Eigentlich nicht schlimm, falls der mal fehlauslöst. Ich meine, die pusten ja nur und sollen die Leute ein bisschen verwirren, aufhalten. Nicht wahr? Jetzt haben auch wieder vier Leute hier sitzen. Jetzt kriegen wir wieder Kohlen. Wie sieht's aus hier? 4600. Das ist nicht schlecht, alle 60 Sekunden. Lohnt echt mehr, einfach alle Leute in ein Land zu schicken anscheinend. Und der Raum wird auch langsam fertig hier. Wunderbar. Gleich geht's euch wieder gut, ihr Verpeilten. Mit der Aufmerksamkeit. Defizitsymbol hier. Symbol. Syndrom. So, das Ding ist fertig. Dann können wir dann natürlich gleich mal ein bisschen was reinpacken hier. Tennis Table. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Drehmaschine. Machen wir mal hier in die Ecke. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Machen wir hier so eine Das kleine... Objekt wurde in Auftrag Was kostet 4000? Objektkauf wurde in Auftrag da, gegeben. Ja. Ach du Scheiße. Was kostet denn 4000 der Stuhl, ey? Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Ja, dann wird gleich wieder arm, wenn das fertig ist hier. Bezahlen wir das eigentlich jetzt gleich? Nee, ne? Erst wenn die Leute da hingerannt sind mit den Koffern wahrscheinlich. Oh, wer ist er denn? Ein Tourist? Das wird ihm nicht richtig. In Panik durch Bodybag. Aber weil er den Toten gesehen hat, der ist mir doch egal. Wir haben keinen Kühlraum. Da ist wieder einer. Eindringling wurde mit Fangentag markiert. Ja, wir haben keinen Platz mehr. Was kostet eine Zelle eigentlich? 4000. Das ist auch ein stolzer Preis. Handgun. Also, Quatsch. Ja, diese Handgun-Dings kann man herstellen, aber die benutzen das nur, wenn ich hier irgendwo auf Alarm klicke. Verlässt die Basis haben schon gelb. Bedienste werden sich bewaffnen. Das ist also für den äußersten Notfall, denke ich wohl, ja. Schauen wir mal, dass wir in dieser Episode wenigstens noch den Staff Room fertig kriegen. Ach, guck mal, er rennt auch einfach wieder raus hier. Ist der da gerade selbst rausgekommen? Er rennt doch einfach. Was ist mit ihm nicht richtig? Ich versuche mal. Verhör des Gefangenen erbeten. Das jetzt hoffentlich Wählen Sie einer ein macht. Verhörgerät ja, aus, um fortzufahren. Ich denke schon, dass einer das macht, der noch ein bisschen bei Sinn ist. Viele Leute sind ja jetzt eh neu, da viele weggestorben sind bei uns. Warte mal, wie viel habe ich jetzt? 17 habe ich. War das 17? Ja. Ne, 17 habe ich zur Verfügung. 9 habe ich da. 17, doch, 17 sind jetzt in der Base hier noch. Ich glaube, ich schicke hier einfach nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute mit in dieses Land hier. Das nehmen wir jetzt komplett ein. Bis die pissig werden auf uns. Die Wut steigt langsam. Wird also irgendwann gefährlich. Aber wenn das der Fall ist, dann schicke ich sie von einem Land einfach ins nächste. Ich denke, das ist ein super Plan. Fangentag angeordnet.
Jetzt könnt ihr euch da schon ein bisschen vergnügen, Leute. Nicht? Ich hoffe, das war jetzt richtig, dass das daran liegt, dass die Aufmerksamkeit ein bisschen leidet. Da wird schon wieder rumgekloppt, ey. Habt ihr jetzt den Typen da verhört? Nicht sicher. Nee, warte mal. Eigentlich habe ich doch gesagt, ihr sollt ihn da schon verhören. Jetzt packen sie ihn wieder weg. Hat wohl nicht geklappt. Wahrscheinlich auch wieder einer durchgedreht. Warum ist denn hier keiner? Habe ich jetzt einen falschen Raum gebaut? Nein. Aufmerksamkeit wird doch durch Pause gesteigert. Vielleicht, wenn das noch... Wenn das steht, dann funktioniert das? Wenn alles hier einmal steht, oder was? Ziemlich langweiliger Stuffroom hier. Gehen die jetzt da rein? Hey, hey, Senior. Hey, Senior. Benötigt Hilfe, ja. Die Bauarbeiter im gelben Overall sind ihre einfachen Bediensteten. Ja, ja. Sie können als einzige Bedienstete neu... Ja. Ich guck mal eben, ob das hier irgendwo steht. Ihre Bediensteten sind kriecherische Lakaien, die arbeiten, bis ihre Werte auf Null sinken und sie vor Erschöpfung umfallen oder nicht mehr können. Ja. Wenn Sie wollen, dass Ihre Bediensteten effektiv arbeiten, müssen Sie verschiedene Objekte zur Verfügung stellen, mit denen Ihre Bediensteten ihre Werte wieder auffrischen können. Die Loyalität Ihrer Bediensteten lässt sich aber nur wiederherstellen, wenn Sie diese an Verhören teilnehmen lassen, Beutestücke platzieren oder sie in Ihren Einflussbereich lassen. Ja. Andererseits können Sie sie auch einfach exekutieren und sich ein paar neue Bedienstete besorgen. Ja, vielleicht ist das unsere letzte Möglichkeit. Wir killen die einfach und uns neue. Aber wir können ja mal, gut, nicht mehr in dieser Episode, aber in der nächsten Episode werden wir, denke ich, einfach mal die Kantine bauen und hoffen, dass dadurch unsere Leute noch zu retten sind. Ich bin nämlich ein guter Böser, ich möchte doch mich gut kümmern um unsere kleinen Lakaien. Also, ich danke euch fürs Einschalten, sehen Sie uns nächste Woche wieder. Komm rein.